Und damit begrüße ich euch zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Wir spielen zusammen Sid Meier's Civilization 6. Ich bin eure Eisenseele und normalerweise spiele ich ja mit euch eher Let's Plays zu Rollenspielen oder MMOs. Allerdings, der ein oder andere weiß ja, dass ich Civ 6 liebe. Habe ich ja jetzt auch diese Woche gezeigt, indem ich 2 Tage hintereinander mit euch Civ 6 gestreamt habe. Und es gab ja im Vorfeld zu diesem Stream und diesem Let's Play-Projekt ja auch eine Abstimmung, welches Volk und welche Zivilisation und auf welcher Karte wir denn spielen sollen. Und ihr habt abgestimmt, den Sieger haben wir ja im Stream gehabt, aber der Zweitplatzierte, der soll nun hier in diesem Let's Play zu Worte kommen. Und da haben wir die Römer unter Drachian und wir spielen mit wahren Startpunkten auf der Erde. Das heißt, als Römer starten wir natürlich auch auf dem auf der Halbinsel Italien, also auf dem italienischen Stiefel sozusagen. Kurze Sache, wir spielen auf den Schwierigkeitsgrad König, denn Europa ist nicht so das beste Gebiet. Sehr viele andere Zivilisationen können da starten. Es kann sehr heikel werden, deshalb müssen wir aufpassen, was es da gibt. Als Geschwindigkeit spielen wir Standard. Wahre Startpunkte haben wir ja gerade schon gesagt. Damit ist auch die Kartengröße vorgegeben und die Anzahl der Zivilisationen. Und die Katastrophenintensität haben wir auf 3 gestellt. Wir starten. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe. Von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Werft das Netz weit hinaus, O Trajan, Kaiser des mächtigen Roms. Eure Legionen stehen marschbereit, um das größte Reich zu erobern, das diese Welt je gesehen hat. Wenn eines Tages wahrlich alle Wege nach Rom führen, herrscht ihr über ein Weltreich voller Luxus und Reichtümer. Und eure Untertanen werden natürlich euch als besten Herrscher ausrufen, als Optimus Princeps. So, wir spielen, wie gesagt, die Römer, allerdings nicht unter Julius Caesar. Ich glaube, Civilization 6 ist sogar das erste Civilization, das nicht Julius Caesar als Leader der Römer hat, sondern Drachian. Drachian, wenn ich mich recht erinnere, ist der Kaiser gewesen, unter dem das römische Imperium so groß war wie nie zuvor. Danach ist es dann eher zusammengebrochen, aber wir können das alles später noch in der Civipedia nachschauen. So. Seine Besonderheit ist, also seine Anführerfähigkeit, er hat die Drachian-Säule. Das heißt, alle Stadtzentren starten mit einem zusätzlichen Gebäude, in der Antike halt das Monument. Und die Römer selbst haben als Zivilisationseigenschaft eben alle Wege führen nach Rom. Das heißt, all unsere Städte starten erstmal mit einem Handelsposten automatisch, ohne dass wir da erstmal einen Weg hinten gebaut haben müssen. Und innerhalb von einer Handelsreichweite, also ich glaube, das sind 15 Felder um unsere Hauptstadt herum, haben alle Städte, sind mit Straßen zu unserer Hauptstadt verbunden, also so deshalb alle Wege für nach Rom. Und außerdem machen unsere Handelswege noch plus 1 Gold. Also wir können uns schneller bewegen und haben natürlich ein viel besseres Handelsnetz. So, wir beginnen das Spiel. Und wir starten direkt natürlich auf der italienischen Halbinsel und mal gucken, wo wir bauen. Ich würde jetzt, glaube ich, hier nicht direkt auf der Insel starten, sondern ich würde hier auf dem Grashügel, nee, Grashügel ist nicht gut, am liebsten würde ich hier oben, weil Ebenenhügel sind praktisch, weil Ebenenhügel haben die Eigenschaft, dass sie 1 Nahrung und 2 Produktion haben, während Grashügel wie der hier haben 2 Nahrung und 1 Produktion. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber Nahrung ist doch besser als Produktion, dann steigen die Städte größer. Ja, aber wenn ich eine Stadt gegründet habe, wird die automatisch aufgefüllt auf 2 Nahrung und 1 Produktion. Das heißt, wenn ich hier siedle, kriege ich automatisch 2 Nahrung, aber nur 1 Produktion. Also wenn ich hier sitze. Aber wenn ich hier siedle, habe ich den Vorteil, ich kriege diese eine zusätzliche Produktion auch gleich. Und deshalb würde ich mal gucken, einfach wie es aussieht, wenn wir da hinziehen. Außerdem ist hier noch ein schöner, sind die Gebiete besser. Wir haben hier einmal Kupfer und wir haben dort einmal ein Wein, den wir nachher besiedeln können. Deshalb ziehe ich jetzt mal einfach hier hoch.
und beende die Runde. Das, was wir jetzt ein bisschen länger brauchen, hoffe ich, dass ich das nachholen kann. Dadurch, dass wir eben gleich unser Monument haben. Oh, und da sind auch schon die ersten Barbaren. Gut, aber wir bauen jetzt in der nächsten Runde unsere Zivilisation und haben natürlich dann jetzt hier auch den Vorteil, dass wir hier eventuell eine Stadt bauen können und hier noch eine Stadt, wenn ich die jetzt gründe. Mal gucken. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das reichen müsste. So, okay. Jetzt gucke ich mal. Das ist natürlich jetzt, wir sind jetzt hier ein bisschen angeschwärzt, weil wir haben keinerlei Wasser oder irgendwas. Das heißt, wir können maximal 2 von 2 bauen. Das heißt, das erste, was wir entwickeln sollten, wäre unser, oder bauen sollten, wäre unser Kornspeicher, damit wir das ein bisschen ausgleichen können. Jetzt gucken wir mal Siedler. Das heißt, hier unten könnten wir noch eine Stadt bauen. Hier sieht es ein bisschen schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein Feld ist. Wir gehen aber jetzt mal nach da oben und holen uns als erstes diese Siedlung hier. So. Genau, also ich will als erstes das Problem mit dem Kornspeicher ausgleichen. Damit wir den holen können. Und jetzt bauen wir als erstes... Ah ja, ich kann hier nochmal ganz kurz zeigen. Ihr seht, jetzt haben wir hier tatsächlich 2 Nahrung. Obwohl hier ursprünglich nur 1 Nahrung waren. Aber auch eben 2 Produktionen. Das ist natürlich auf die Dauer. Je länger wir spielen, desto stärker kumuliert es natürlich auf. Also lohnt sich. So. Wir bauen einen Speer als erstes. Um ein paar zusätzliche Gebäude. Also so. Wie heißen die Teile da? Villages. Ureinwohner. Was auch immer. Zu finden. So. Ah, und wir haben den Speer gekriegt. Perfekt. Das hilft uns. Also wir haben einen Speer gratis gekriegt. Das hilft uns jetzt hier ein bisschen aufzudecken. Und wir gehen wieder hier runter. Ich bin Wilhelmina, Königin der Niederlande. Het is mijn grote eer, u eindelijk te ontmoeten. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Wilma. Ja. Ja, die Niederlande laden euch in die Hauptstadt ein, wenn ihr den Gefallen erwidert. Wir gehen natürlich gerne in ihre Hauptstadt rein. Das erhöht nämlich unsere Sichtbarkeit. Also wir kriegen mehr Informationen von ihnen. Und das wiederum heißt, dass wenn wir eine Stufe höhere Sichtbarkeit haben, haben wir auch einen Angriffsbonus gegen sie. Nehmen wir an. So. Nachdem ihr auf eine andere Zivilisation gestoßen seid, ist die Notwendigkeit für neue Kommunikationswege offensichtlich geworden. Und damit haben wir einen Bonus auf Fortschrift bekommen. Schön. So, jetzt macht mir aber hier natürlich das Barbarenlager ein bisschen Sorgen. Deshalb werde ich nicht weiter mit dem hier vorrücken, sondern nachher eher darüber. Okay, die kämpfen aber auch schon gegen irgendjemanden. Wir gehen mal hier hin. Ah, und wir haben unseren ersten Start gefunden. Und zwar Hachu. Ich habe keine Ahnung, ich kenne Hachu nicht. Aber das können wir gleich mal machen. Also, ich würde jetzt hier mal ganz kurz unterbrechen und ein bisschen, wir haben ja jetzt auch, wo die Schulen geschlossen haben wegen Corona, auch einen kleinen, oh Gott, ich habe Corona gesagt, jetzt wird das Video demonetarisiert und ja, ich kriege kein Geld, oh Gott. Aber Gott sei Dank habe ich ja ein paar Kanalmitglieder, die das dann wieder auffangen werden. Aber wir wollen ja trotzdem unseren pädagogischen Auftrag erfüllen, deshalb gucken wir mal ganz kurz zuerst einmal über Drachian. Was wissen wir, erfahren wir dann über Drachian? Drachian. Also erstmal natürlich, alle Städte führen nach Rom. Sein Motto ist Teile und Herrscher. Divide et impera. Genau. Und hier historischer Kontext. Der Kaiser Drachian, der den Thron nach der kurzen Herrschaft des gewöhnlichen Nerva bestieg, hatte und bestiegen hatte und dem ein gewisser Hadrian folgte, man kenne Hadrian vom Hadrianswehr, führte das Reich an den Zenit seiner territorialen Expansion. Der fähige Soldatenkaiser wurde sogar vom römischen Senat offiziell zum Optimus Princeps, bester Herrscher, ernannt. Vielleicht nicht unparteiisch, aber mit einem gewissen Blickwinkel. Drachian ist zudem bekannt für seine relativ menschenfreundliche Herrschaft, zumindest im Vergleich zu den meisten anderen Kaisern. Also ich versuche mich natürlich auch Menschenfreund zu geben. Er leierte umfassende Projekte für die öffentlichen Gebäude an und implementierte zukunftsweisende Sozialgrundsätze,
von denen viele noch nach seinem Tod im Jahre 117 nach Christus durch den kurzsichtigen Senat wieder aufgegeben wurden. Böser Senat. Er wird als zweiter der fünf guten Kaiser betrachtet. Allerdings stammt die Bezeichnung von Machiavelli aus dem Jahr 1503, also sollte man sich nicht allzu fürchterlich nehmen. Trajan wurde 53 nach Christus als Sohn eines prominenten Senators und Generals im römischen Provinz Hispania Betonica, also irgendwo in Spanien, geboren und war nur zum Teil Römer, was möglicherweise ganz gut war. Als Jugendlicher trat er der kaiserlichen Armee bei, eine Karriereentscheidung, die im Kaiserreich oft zu guten Dingen führte, wenn man die dauernden Kriegsführungen an den Grenzen überlebte. Trajan stieg schnell in den Rängen auf, kämpfte an einigen der umstrittensten Fronten und verdiente sich den Respekt mächtiger Männer. Er wurde zum Konsul ernannt, heiratete eine reiche Familie ein, obwohl zeitgenössische Berichte einige gelegentliche außereheliche Aktivitäten erwähnen. Ey, Trajan, Alter! Und wurde vom neuen Kaiser Nerva auf das Drängen der Prätorier zu einem Adoptivsohn bestimmt. Als der alte Kaiser nach 15 Monaten starb, der war nicht lange Kaiser, trat Trajan seine Nachfolge an und erhob Nerva kurz darauf zu einer Gottheit. Auch nicht schlecht. Der Vorgänger war nicht schlecht. Wir machen ihn zur Gottheit. Vielleicht hilft es ja, göttliche Beziehungen zu haben. Bei seinem Einzug in Rom, Trajan fand sich zu dem Zeitpunkt wie üblich an der Grenze, gab er dem plebejernen Almosen, ich habe keine Ahnung, was plebejernen ist, vielleicht wisst ihr das, könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, um seine Beliebtheit beim Pöbel zu sichern. Zudem tauschte er klugerweise seinen Unwillen zur Machtübernahme vor, selbst als er damit begann, pragmatische Beziehungen zu reichen Senatsfamilien aufzubauen. Ironischerweise war eines der vorherrschenden Themen von Trajans Amtszeit sein stetiges Angreifen in die traditionellen Vorrechte des römischen Senats beim Treffen von Entscheidungen. Trajan liebte das Bauen und sponserte Bauprojekte im gesamten Reich sowie in der Stadt selbst, deshalb auch die Trajansäule. Außerdem sah er gerne seinen Namen auf diesen Bauwerken. Trajansäule, hä? Für den Fall, dass die Geschichte vergaß, wer der Kaiser war. So entstand mit der Zeit die Trajansäule, ja, das Trajanforum, die Trajanbrücke, der Trajanmarkt, die Punta Trajan in Alcantara, Spanien und zahlreiche Straßen, Aquädukte sowie andere nützliche Konstruktionen. Er hatte zudem eine Schwäche für die Finanzierung von Triumphbögen zur Feier römischer Siege. Wer hat das nicht? Auch Napoleon hat sich Triumphbögen gebaut. Aufgrund der Erfolge seiner Streitkräfte bei Kriegen im Osten hatte er dazu auch genug Gelegenheit. Trajan wurde von Römern jedoch mehr als siegreicher General gefeiert. Mehr Land und Sklaven waren immerhin viel aufregender als noch ein Haufen Steine. Seine erste Eroberung war das Satellitenkönigtum Thrakien an der Donau. Das ist da oben hier irgendwo. Den 10 Jahre zuvor das durch Kaiser Domitian beschämenderweise ein ungünstiger, jedenfalls für Römer, Frieden gewährt worden war. Kurz nachdem Thrakien verschlungen war, annektierte Trajan Nebeta, das heutige südliche Jordanien und südwestliche Saudi-Arabien, ein weiterer Satellitenstaat, der sich als störend herausgestellt hatte. 113 nach Christus startete Trajan seine letzte Kampagne gegen Parthien im Osten, das so arrogant war, einen König in Armenien zu sponsern, der für Rom inakzeptabel war. Das sind fast schon so wie die Amerikaner. Trajan marschierte zuerst in Armenien ein und fügte es dem Römischen Reich hinzu. Anschließend marschierte er durch Mesopotamien und unterwarf parthische Städte und Satellitenstaaten. Gegen Ende von 116 war es vollbracht. Trajan hatte den parthischen König abgesetzt und eine römische Marionette als Herrscher über das restliche Königreich eingesetzt. So macht man es halt. Doch Trajans Gesundheitszustand verschlechterte sich. Zusätzlich war er gezwungen, Legionen abzuziehen, um sich um ein paar nervige jüdische Rebellen zu kümmern, bevor er seinen Plan abschließen konnte, ganz Kleinasien zu erobern. Obwohl er sich nicht oft in Rom aufhielt, sorgte Trajan dennoch oft dafür, dass seine Präsenz spürbar war, indem er den Pöbel zufrieden und unterstützend hielt. Unter seiner besseren aufgenommenen Bemühungen war ein 3-monatiges Gladiatorenspektakel im Kolosseum, bei dem ca. 11.000 Menschen, hauptsächlich Sklaven und Verbrecher, und Tausende von wilden Bestien starben. Angeblich soll es über 5 Millionen Zuschauer gegeben haben. Weitaus günstiger war hingegen Trajans
Aleminta, einen Regierungsfonds zur Unterstützung von Waisen und armen Kindern in und um Rom. Es war eine von mehreren imperialen Bemühungen, das Leben des römischen Bürgers zu verbessern, zumindest derer, die auf italienischen Halbinseln lebten. All diese Kriege, Spiele, Bauwerke und öffentliche Programme waren teuer. Also machte sich Trajan daran, sich um die finanzielle Krise zu kümmern, die er geerbt hatte. Seine erste Maßnahme war die Einstellung von Correctors, Rechnungsprüfern, Beamte, um den staatlichen Ausgaben der eigentlichen freien griechischen Städte zu überwachen. Sie sorgten auch dafür, dass das Sammeln von imperialen Steuern aus dem aufsteigenden Ast, war. 107 nach Christus senkte Trajan den Wert römischer Münzen, indem er die Menge an Silber in Denar reduzierte und dann eine größere Menge an Denar prägte als sonst einer seiner Vorgänger. Das nennt man auch heutzutage Inflation. In Kürze war Rom trotz Trajans teurer Neigung wieder zahlungsfähig. Trajan fühlte sich krank und brach von seiner letzten parthischen Kampagne in Richtung Rom auf. Doch er starb plötzlich an einem Odem im Bett, eine Seltenheit unter römischen Kaisern, nach dem Eintreffen in Selinus, das später natürlich in Trajanopolis umbenannt wurde. Zum Zeitpunkt von Trajans Tod hatte das Römische Reich seinen größten Umfang erreicht. Es erstreckte sich von Hispania bis zum Euphrat und von der Grenze Schottlands bis zum unteren Nil. Sein Nachfolger, von deren Hadrian der Nächste war, sollte den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, wenn sie nicht gerade Ausschweifungen hingaben, diese Grenzen zu befestigen. Mit den Hadrianswahl zum Beispiel. Okay, dann wollen wir natürlich auch siegreicher vorgehen, sodass wir auch mit unseren Trajan irgendwann in unserem Bett sterben können. So. Das hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Ich lege allerdings die Folgen so zwischen halber Stunde und dreiviertel Stunde an, sodass wir uns dann auch immer mal ein bisschen Kultur gönnen können. Aber nicht zu viel, immer mal höchstens ein Lieder pro Folge. In der nächsten Folge wäre es dann wahrscheinlich Wilhelmina, die wir uns dann angucken. So, wir greifen hier an. Und natürlich auch die Stadtstaaten, solange sie doch existieren. So, wir ziehen hier weiter. Hier kommt noch nichts raus, okay. Das ist jetzt blöd. Der hat uns gerade das Barbarenlager und damit die 50 Gold geklaut. Böses Hachu. Hachua. So, okay. Aber haben wir jetzt ganz kurz. Ich glaube, ich müsste doch Hachua als erster gesehen haben. Genau. Und deshalb kriegen wir jetzt in unserer Hausstand plus 2 Wissenschaft. Das gibt uns natürlich am Anfang auch einen kleinen Bonus. Und wir verdienen damit jetzt eben schon 3,5 Kultur. Zum einen, weil wir ja schon hier die Säule haben. Und zum anderen jetzt durch Hachua eben 4,7 Wissenschaft. So. Ich will jetzt auch erstmal nur gucken, wie weit wir uns ausdehnen können. Okay, hier kommt das Ende. Mal gucken, ob wir uns noch ein bisschen auf der spanischen Halbinsel ausdehnen können. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. So, und damit haben wir jetzt auch schon die Gesetzgebung und damit unsere erste Civic freigeschalten. Und ja, ich nehme standardmäßig eigentlich immer Disziplin. Damit haben wir eine kleine Kampfstärke gegen Barbaren, die halt gerade in der Anfangszeit relativ problematisch sein können. Und ich nehme auch immer gerne den Gottkönig als erste Zivilisation oder Civic, weil ich damit relativ schnell mein Pantheon bekomme. Und mit dem Pantheon kriege ich die ersten Boni, die kann ich gut nutzen, Politik bestätigen. So, ich weiß auch noch nicht genau, was ich momentan brauche, aber es sieht momentan so aus, es kann alles möglich sein. Ich bin noch nicht ganz sicher. Meistens habe ich schon eine Idee, also ich habe hier relativ viel Wasser um mich herum, natürlich in meinem Stadtgebiet. Das spricht dafür, dass ich ein Pantheon, es gibt, glaube ich, das Pantheon der Fischer oder so, das mir erlaubt, dann zusätzlich noch auf Wasserflächen, wenn ich die bewirtschafte, Produktion zu bekommen. Und das kann natürlich richtig stark sein. Gerade hier so in Küstengebieten. So. Ausrichtung wählen.
Ja, wir nehmen natürlich den Außenhandel, weil der Außenhandel macht uns zum einen natürlich mächtig in Bezug auf unsere Standardboni, dass wir halt zusätzliches Gold kriegen. Und wir haben ja hier außerdem schon den Bonus, also Außenhandel. So, was bauen wir denn? Gebäude können wir gar nicht mehr bauen, dann würde ich sagen, bauen wir mal als nächstes den Schleuderschützen. Siedler wäre dann nach dem Schleuderschützen dran. So, Amsterdam ist auch gerade am Erkunden. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. So, wir sehen jetzt auch gerade, wir sind am Limitrand angekommen. Wohnraum 2 von 3. Das heißt, jetzt müsste ich auch meine Keramik bauen. Aber erstmal bauen wir unsere... jetzt bin ich mal ganz kurz interessiert. Unsere Weinreben brauchen wir noch nicht. Es wäre jetzt sinnvoller, wenn wir als erstes den Stein behauen. Deshalb werde ich jetzt den Bergbau machen. Okay, hier, der Osten sieht auf alle Fälle sehr gut aus. Den sollten wir uns sichern, bevor die Holländer angehen. Sigurðarson, stendur fyrir þér. Aldrei var Viking slík lands né lagar. Ertu hræddur? Und damit haben wir die nächste Zivilisation gefunden, nämlich ja, die Norweger mit Harald Sigurðsson. Zu dem werden wir später auch ein bisschen mehr erfahren wahrscheinlich. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. So, jetzt ist die Frage, sind wir näher an ihm? Dann würde er uns erlauben, dass wir reinkommen. Sagt mir, möchtet ihr unsere nahegelegene Stadt besuchen? Ja, gerne. Und das gibt uns natürlich wieder mehr Sichtbarkeit auf ihn, was uns einen kleinen Bonus gibt. So, und wir sehen natürlich auch gleich, hier oben ist sein Dorf, seine Stadt. Okay, wahrscheinlich doch eher ein Dorf. So, okay, können wir noch irgendjemand was ziehen? Nein, damit haben wir auch. Hier, den können wir noch ziehen. Oh ja, das sieht gut aus. Das wollen wir uns noch sichern. Vor allem können wir das hier wunderbar absichern, wenn wir hier später einen... Ah ne, unten ist da einer. Da hat schon einer gesiedelt. Das ist... da müssen wir vorsichtig sein. Wen haben wir da unten? Vielleicht haben wir Glück und es ist nur ein Stadtstaat. Das können wir gleich mal mit der Siedlerlupe gucken, weil Stadtstaaten haben keine Loyalität. Das heißt, genau, das ist also ein Stadtstaat, der hier unten ist. Das heißt, wir haben keinen Loyalitätsdruck darunter. Das heißt, wir können hier tatsächlich gut siedeln. Dann gucken wir uns aber und sichern uns mal den Stadtstaat. Und es ist Fes. Fes ist auch ein Stadtstaat, der uns Wissenschaft gibt. Das heißt, wir haben jetzt... Und wir müssen hier auch gleich noch... Ne, wir haben ihn nicht als erstes entdeckt, das heißt, wir kriegen hier keinen zusätzlichen Bonus. Wir bauen einen Regierungsplatz, dann kriegen wir hier einen Boni und wir für einen Heureka in der Bewässerung kriegen wir von Hachu einen Bonus. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Wir ziehen jetzt mit dir langsam zurück. Brauchen wir, um unser Dorf zu befestigen. Und nachher eben auch, um mit dir... Okay, wir machen uns jetzt mal hier kleine Markierungen. Ich muss überlegen, welchen Siedelpunkt ich nehme. Ich glaube, das hier ist die perfekte Siedlung. Weil ich habe hier Anschluss ans Frischwasser, weil ich hier einen Fluss habe, im Gegensatz zu dem hier. Und ich bin nicht zu... Ich kann direkt hier an das... an den Wein anschließen. Ich kann hier an den Wein anschließen. Ist eigentlich da perfekt. Gut. Wir machen hier also... Also ich hoffe mal... löschen wir nochmal. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier auch wirklich Wasser habe. Nein, ich habe da kein Wasser. Okay, das ist natürlich dann nicht so gut. Dann würde ich sagen, baue ich hier. Dann kann ich mich in die Richtung hier eine Verteidigung aufbauen. Okay. Wir bauen hier ein Stadtzentrum hin. Da wollen wir hinsiedeln. Und hier unten, das gucken wir uns später an. Da muss ich jetzt noch nicht hinsiedeln. Das ist nur, wenn wir später noch zusätzliche Städte bauen wollen. Aber das haben wir auf alle Fälle für uns sicher. Okay, wir haben da wieder ein kleines Villager-Dorf gefunden. Das holen wir uns in der nächsten Runde. Mit dir ziehen wir mal zurück.
Das Gute ist, die Holländer, nicht die Holländer, die Norweger sind momentan kein großes Problem, weil die hier auf ihrer Insel sind und noch nicht runter können mit ihren Siedlern. Die haben zwar, können zwar relativ schnell Schiffe bauen und so weiter, aber noch sind sie da oben eingeengt. So, ich erkunde mir nochmal ein bisschen hier die Iberische Halbinsel. Da haben wir nochmal ein kleines Dorf gefunden, das ist gut. Deshalb ist eigentlich auch immer wichtig, dass wir gleich am Anfang einige Speer haben. Und damit haben wir gleich nochmal ein bisschen Gold bekommen. Das gibt uns nachher auch einen Bonus. Also, das ein Bonus nicht direkt, aber wir können damit natürlich Sachen kaufen, wie zum Beispiel einen Handwerker. Und dann zum Beispiel die Sachen hier schneller erschließen. So. Okay, habe ich mit... Den habe ich gezogen, den habe ich gezogen. Dich habe ich auch schon gezogen. Dann war es das mit der Runde. Okay, die Holländer gucken gerade das gleiche wie ich. Allerdings ohne... das richtig sehe, ohne Speer. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Vorteil, was die Erkundbarkeit angeht. Okay, die Schweden sind hier übergesetzt. Nicht die Schweden, die Norweger. Das heißt, hier muss es irgendwo eine Landbrücke geben. Das heißt, die können hier doch siedeln. Das heißt, die nächsten zwei Runden... Die nächsten zwei Gebäude, die wir bauen müssten. Nee, das nächste Gebäude, was wir bauen müssen, ist auf alle Fälle. Jetzt sind wir ein bisschen unter Druck. Weil ich eben kein Wasser habe, das macht das jetzt hier gerade ein bisschen schwierig, müsste ich jetzt eigentlich mein Siedler, nicht mein Siedler, sondern mein. Wie heißt das Teil? Meinen Kornspeicher bauen, damit ich Vorräte habe. Entschuldigung. Aber ich glaube, ich werde trotzdem einen Siedler vorziehen, damit ich einfach hier mal mein Reich ein bisschen ausdehnen kann. Und eben auch von dem Straßensystem profitiere. So, nochmal Gold bekommen, das ist auch nicht schlecht. Ja, okay, das haben wir alles rein. Da haben wir gezogen... Da haben wir gezogen. Dann werde ich mit dem in die Richtung des Nächsten. Keine Sorge, ich huste nur ein bisschen, aber ich huste immer ein klein bisschen. Das hat nichts mit Erkältung. Ja, hier ist dieser Übergang, diese Landbrücke, die wir gesehen haben. Also die es wahrscheinlich gibt, über die sie gekommen sind. So, ich ziehe meinen Krieger zurück in die Hauptstadt. Weil in Hauptstädten können sie am schnellsten heilen. So, in der nächsten Runde haben wir auch unsere Schleuderschützen. Das ist auch nicht schlecht. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest. So, Entschuldigung, ich wollte eigentlich das Gespräch von dem ausführen lassen. Das sind jetzt. Okay, jetzt muss ich mir überlegen. Ich baue den Siedler. Oder baue ich den Kornspeicher? Nein, ich brauche den Siedler. Aber ich kann einen Handwerker jetzt bauen. Kaufen, oder? Nee, Handwerker kann ich noch nicht kaufen. 200 brauche ich. Also noch zwei Runden, dann kann ich mir einen Handwerker kaufen. So, was holen wir uns hier? Tierzucht bringt uns das noch nichts. Wir haben noch nichts, was wir mit Tierzucht bekommen könnten. Also, dann würde ich sagen... Tierzucht lassen wir erstmal. Dann würde ich Astrologie gehen. Nee, ich gehe Bewässerung. Dann kann ich nachher hier die, wenn wir, sobald wir den haben, das Feld hier anbauen. So, okay. Den Krieger nehmen wir raus. Lassen wir jetzt doch hier draußen heilen. Und den Schleuderschützen lassen wir drin. So, okay. Ja, ich blockiere mal die Iberische Halbinsel einfach mit meinem Speer. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich das plane. Okay, da oben ist ein Speer, der sieht, die Hauptstadt von Norwegen ist mir recht. Wenn Norwegen ein bisschen bedroht wird, ja, mein Gott. Aber
aber wir sehen... Jede Nation lebt vom Tausch. Okay, wir haben jetzt unsere Außenhandel entwickelt. Ausrichtung Gold ist eine wichtige Sache, was holen wir uns? Handwerkskünste könnten wir holen, da können wir auf Militärtradition und wenn wir Richtung Krieg gehen wollen. Allerdings ist jetzt das Problem, wir wollen erstmal unser Territorium ausbauen, indem wir Städte machen, also unsere natürliche Ausdehnung haben. Wir können auf Stadtdienertum gehen und kriegen einen Gouverneurtitel oder Frühes Reich. Frühes Reich haben wir dann hier einerseits reduziert die Kosten für den Kauf von Geländefeldern und Produktion für Siedler. Wir wollen jetzt momentan so viele Siedler wie möglich bauen. Das heißt, wir holen uns diesen Boni hier. Und wir kriegen dann auch gleichzeitig noch einen Gouverneurstitel. Der Gouverneurstitel bringt uns dann unseren ersten Gouverneur ein. Und dann brauchen wir gleich zwei für das, was ich vorhabe. So, du wirst jetzt wieder absichern. Hier haben wir die Landzunge gesehen. Mehr brauchen wir von hier aus nicht wissen. Nächstes, was ich sehen will, ist hier das Mittelmeer ein bisschen. Nehmen wir das Mittelmeer. Ist das, was ist das? Fuchsianer Meersee. Das müsste dann das Tote Meer sein, oder? Oder das Rote Meer müsste sein. Ich bin jetzt, was Erdkunde und Meere angeht, nicht ganz so geschult, aber ich glaube, das müsste das Rote Meer sein. Und das hier müsste die arabische Halbinsel sein. Okay, irgendwo sind Barbaren. Wo sind Barbaren? Ah, da auf der iberischen Halbinsel sind Barbaren aufgetreten. Okay, kein Problem. Barbaren machen mir jetzt gerade nicht so die Sorgen. Ich will nur nicht, dass ein Siedler hier reinkommt von Amsterdam. Deshalb. So. Ich habe Händler geschickt, um euch Runensteine als Geschenk zu überbringen. Sie sind sehr mächtig, die Steine, nicht die Händler. Okay, wir kriegen jetzt eine Delegation. Die Delegation ermöglicht ihm, dass er eine höhere Sichtbarkeit auf uns bekommt. Das ist okay, nehmen wir an. Dafür kriegen wir ein bisschen Geld. Ich glaube 25 Gold. Und das gleiche macht auch die gute Wilma. Die Niederlande sendet euch Grüße und Gaben. Holzschuhe, Käse und leckeres Truppwaffeln. Käse. Auch ihr Gold nehmen wir an. Jetzt ist es so, wir haben jetzt höhere, die haben jetzt gegen uns über höhere diplomatische Sichtbarkeit. Ich glaube, das können wir sogar sehen, wenn wir mal auf die Sichtbarkeit gehen. Zugriffsstufen, keine, genau, aber sie müsste jetzt Zugriffsstufen auf uns haben. Zugriffsstufen erhöht man eben durch verschiedene Sachen, also erstmal Drucktechnik, errichtete Handelswege, Delegation. Delegationen sind allerdings nur eine höhere Sichtbarkeit, während wir Frieden miteinander haben. Das heißt, sobald wir im Krieg sind, wird die Delegation abgezogen und sie verlieren die Sichtbarkeit auf uns. Das heißt also, durch Delegation kriegen sie keinen unmittelbaren kämpferischen Bonus. Das ist gut für uns, deshalb werden wir jetzt auch gleich eine Delegation zu ihnen hinschicken. Wir können mal ganz kurz schauen. Momentan sehen wir noch nicht viel von ihnen. Wir wollen aber eine Delegation schicken, also Delegation verschicken. Eure Delegation ist angekommen. Wir haben es mit einem Festmahl im Langhaus willkommen geheißen. Danke. Hat uns jetzt 25 Gold gekostet. Das gleiche machen wir mit Wilhelmina. Aber wir sehen hier übrigens dann auch diese zusätzlichen. Wir haben jetzt hier eben rausgekommen seine Agenda. Baut eine große Marine auf und respektiert Zivilisationen, die auch dem folgen. Seine versteckte Agenda kennen wir allerdings nicht. Und bei der Wilhelmina... okay, hier muss also auch noch Wilhelmina hat einen weiteren unbekannten Spieler entdeckt. Das heißt, irgendwo muss noch ein weiterer sein. So, hier schicken wir auch eine Delegation. Wir haben eure Delegierten euren Willkommen geheißen und danken euch. Danke, Wilma. So, wir haben eine Delegation geschickt. Damit haben wir ein erstes Abkommen bekommen und wir haben eine eingeschränkte Sichtbarkeit bekommen. Damit können wir jetzt mal hier reingucken. Eingeschränkt und wir sehen jetzt, welche Allianzen vorherrschen, ob ein Regierungswechsel stattfindet, ob jemand denunziert wurde, Städte gegründet worden, Handelsabkommen verfügen oder aufgehoben werden. Okay. So viel zur Sichtbarkeit. Plus, wir kriegen natürlich den kleinen, wir haben jetzt den Angriffsbonus, den sie gegen uns hatten, ausgegleicht, wenn der bestehen würde, was er ja nicht tut, weil
Die Delegation werden wieder zurückgeschickt. So. Okay, noch 10 Runden. Dich lassen wir jetzt auch. Ah, wir können einmal hier die Gelegenheit nutzen und hier noch diesen. Was ist das? Kroatien müsste das hier sein. Mal kurz ein bisschen erkunden. Kroatien und hier geht es weiter wahrscheinlich nach Griechenland. So. Okay, der macht mir hier gerade Ärger. Dann ziehe ich mal den hier hin. Hab damit mich einen Angriffsbonus. Das sehen wir jetzt gerade, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Wir haben sowieso eine Verteidigung gegen Barbaren und. Ah, okay, wahrscheinlich habe ich doch haben nur Fernkämpfer Angriffsbonus von Tal. Aber wir müssten jetzt auf alle Fälle stärker sein als er. Und damit den ein bisschen schwächen. So, wir gucken uns jetzt hier noch das Gebiet hier drumherum an. Auf alle Fälle will ich hier nach Osten expandieren nachher, aber als erstes will ich mir eben, wie gesagt, die Iberische Halbinsel holen. Das dauert allerdings noch ein paar Züge. Upp, wo sind denn die? Die sind mir entfleucht. Okay. So, was haben wir jetzt bekommen? Euer Kontakt zu anderen Ländern hat euer Bild von der eigenen Regierungsform verfeinert. Die Entwicklung der Ausrichtung politische Philosophie hat große Fortschritte gemacht. Supi. Weil wir jetzt einen weiteren Stadtstaat bekommen haben, nämlich Kabul. Und wir können gleich mal gucken, ob wir als erstes Kabul entdeckt haben. Nein, wir haben nicht Kabul als erstes entdeckt. Das heißt, wir kriegen hierfür auch keinen zusätzlichen Boni. Macht nichts. Ihr habt einen neuen Stadtstaat getroffen, neuer Stadtstaat-Quest erhalten und Ausrichtungsbonus. Okay, weiter. Ja, du bleibst hier im Prinzip stehen. Auch wenn der Siedler entdeckt worden ist, sollte das kein Problem sein. Also der Speer, einer der unserer Siedlungen entdeckt hat, sollte das kein Problem sein, weil er muss ja wieder hier durchkommen. So, ich will jetzt aber hier kurz das Gebiet hier oben entdecken, damit ich noch ein bisschen vielleicht England oder so erkunden kann, ob es England vielleicht gibt, weil es kann durchaus sein, dass England oder Schottland hier oben noch rumgammeln oder Schweden. Schweden könnte auch noch sein. Das, ansonsten weiß ich nicht, was Amsterdam noch für die Zivilisation erblickt haben könnte. Wir greifen den hier an. Kampf der Giganten. Du, also der hat doch hier so ein bisschen Ähnlichkeit mit seinem Umhang wie Gandalf. Du kommst hier nicht vorbei. So. Okay, dann. Genau, du ziehst jetzt hier lang. Also grundsätzlich sollte man immer nur einen Zug machen. Immer nacheinander ziehen, weil dann kann man besser Entscheidungen treffen, wohin man zieht. Als nächstes ziehe ich mal hier hin. Weiter kann ich eh nicht ziehen, weil jetzt hier die Flüsse kommen. Aber bevor ich jetzt hier rüber gehe, weil dann verliere ich zwei Züge, würde ich erstmal sagen, ich ziehe einmal hier runter und einmal hier rüber mit dem nächsten Zug. So. Namaskar. Main Mohandas Gandhi hu. Mere log mujhe Babu kehte hain. Par kripya, mujhe Mitra kahen. Okay, jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Gandhi ist da, die Atombomben werden fliegen. Also da können wir machen, was wir wollen. Oh Gott, da, ja, hallo Mohammed Gandhi, Mohandas Gandhi, es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. So, jetzt ist es so, er hat garantiert den weiteren Weg zu uns gehabt, als wir zu ihm, also er ist näher an unserer Hauptstadt, als wir an seiner Hauptstadt, das heißt, wir würden jetzt fragen, ob er uns sehen kann. Besucht unsere nahegelegene Stadt, dann können wir den Weisheiten der venedischen Poesie lauschen, vielleicht, oh, das machen wir natürlich, dann kriegen wir nämlich auch wieder ein klein bisschen Sichtbarkeit auf ihn. Und wir kriegen hier auch eine Nachricht. Euer Abgeordneter Dario hat etwas Wichtiges erfahren. Schottland hat gerade... Tausende haben ohne Liebe gelebt. Nicht einer ohne Wasser. Danke. Ich wollte jetzt aber gerade die Nachricht angucken. Jetzt muss ich ganz kurz von Liste von Berichten. Gerüchte.
Euer Abgeordneter Benito hat etwas Wichtiges erfahren. Norwegen hat gerade eine fremde Delegation empfangen. Sie scheint aus Niederlanden zu kommen. Okay. Aber ich habe doch irgendwas mit Schottland gerade gelesen. Euer Abgeordneter Benito hat etwas Wichtiges erfahren. Norwegen hat mit einem Schleuderschütze einen Barbaren Außenposten. Nein, ich wollte... Ich habe doch irgendwas... Alle. Ich habe irgendwas mit Schottland. Niederlande haben gerade eine fremde Delegation. Sie stammt aus Rom. Nein. Es war doch gerade irgendwas mit Schottland. Okay, ich werde es wahrscheinlich im Schnitt nachher sehen, aber egal. So. Also ihr könnt ja das Video an der Stelle zurückspulen und pausieren und gucken, was es war. Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich, weil ich Schottland ja noch gar nicht entdeckt habe. Also ich gehe davon aus, dass hier Schottland ist, aber vielleicht habe ich auch irgendwas anderes gerade. Und nur Schottland hineininterpretiert. So, wir wählen noch eine weitere Zivilisation, eine Errungenschaft. Jetzt würde ich mal Astrologie nehmen, damit ich einfach relativ schnell meine Zivilisation habe. Wir gucken mal ganz kurz, wie es bei den großen Persönlichkeiten aussieht. Momentan gibt es noch keine Religion und auch alle anderen Zivilisationen haben noch keinen Schritt in Richtung Religion gemacht. Das ist für uns gut. Dann können wir mal reingehen. Wir gucken außerdem bei den großen Wissenschaftlern. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir könnten erst auf große Wissenschaft gehen, weil dann kriegen wir, wenn wir den kriegen, den Hypatia. Hypatia ist einer der besten großen Wissenschaftler, die es gibt, weil alle Bibliotheken bieten plus eins Wissenschaft. Das heißt, es ist auch etwas, was uns noch bis zum Ende aller Zeiten begleiten wird, wenn wir den haben. Und außerdem kriegen wir gleich von Anfang an eine Bibliothek. Das heißt, ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich einen heiligen Distrikt bekomme. Dann gucken, dass ich... Ich bin noch nicht ganz sicher. Vielleicht will ich auch erst einen Campus machen, um mir tatsächlich Hypatia zu sichern. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. Hypatia ist echt mächtig. Auf der anderen Seite sind wir gerade hier sehr dicht beieinander. Das heißt, mit religiösem Druck können wir da sehr gut arbeiten, wenn kein anderer eine Religion gründet. So, ich wollte hier nach oben. So, aber ich glaube, wir sind jetzt auch am Limit der Folge angekommen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf eure Tipps und so weiter. Wird allerdings ein bisschen dauern, bis ich die wirklich umsetzen kann. Aber für weitere Let's Plays und so weiter kann man natürlich viel hören. Was mich auch natürlich interessieren würde, aber das werde ich euch, könnt ihr immer noch schreiben, welche Völker ihr zum Beispiel besonders mögt. Und ja, ansonsten würde ich natürlich auch noch vielen Dank an meine Kanalmitglieder sagen, denn nur durch euch ist es möglich, dass ihr mit mir auch mal ein bisschen Zeit nehmen kann und ein paar Let's Play-Projekte mir starten, anschauen kann, die vielleicht jetzt nicht so kommerziell erfolgreich sind, aber die ich einfach aus Herzensliebe machen kann. Und ich hoffe, es gefällt euch. So, das war's. Und ich sag euch danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.